Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daydream. Ja, in der letzten Folge war ich mir nicht sicher, ob wir hier einen Cut machen sollten, aber dann haben wir doch einen gemacht, weil ich denke, das wird noch ein bisschen länger dauern, hier durchzukommen. Und hier ist eine Tür. Ja, und manchmal sollte man nicht drüber nachdenken, sondern einfach die 2 Meter noch laufen. Na gut, dann haben wir das jetzt quasi als neuen Teil hier. Wo sind wir jetzt hier? Irgendwo in den Sümpfen von, keine Ahnung. Teddy ist auch schon wieder weg. Teddy, kommst du mit? Ah, wir sind beim verrückten Hutmacher. Jetzt verstehe ich das. Wir müssen das weiße Kaninchen suchen. Und die kleine Maus, die so total besoffen da, ne, drin war. Ich wollte gerade sagen, lauf bloß nicht weiter. Leuchtturm rechte Seite, das ist immer gut. Kann man da... Es leuchtet so schön, aber da kann man, glaube ich, nicht rein, oder? Der bewegt sich auch wieder. Wenn ich wüsste, ob das irgendwelche Hinweise sind, weil die leuchten dann auch so gelb. Komm mal her, Teddy, du kriegst das doch eh nicht hin, da hochzukommen. Kriegst du auch nicht hin, wenn ich dich hochwerfe, okay. Oh, Teddy, ganz ehrlich. Ich kann auch nicht mit dem laufen und den dann hochwerfen, ne? Teddy, du brauchst dich nur festzuhalten. Du sollst nicht mit der Nase dagegen kommen. Wo ist das denn dein Ernst? Aber ich kann ja auch nicht irgendwie rumlaufen oder so, ne? Theoretischerweise bräuchten wir irgendwie eine Kiste, ne? Oder einen Holzstamm. Wo ich natürlich nicht drauf komme, damit ich den. Oh, was ist jetzt? Kann Teddy das nicht machen? Ja, Teddy versucht es, aber kriegt es nicht hin. Und ich komme einfach nicht über diesen blöden Baumstumpf nach rechts, damit ich da... Ah, jetzt. Teddy, komm, mach schneller, bevor mein Controller wieder nach oben zieht. Na komm schon. Ah, sehr schön. Jetzt schaffst du es sogar selber, oder, Teddy? Kriegst du das hin? Komm, streng dich an. Ja. Siehst du, wusste ich's doch, dass du das schaffst. Dann komm mit. Das sind Tintlinge. Die sammle ich bei Teso auch immer. Okay, das kann man damit bewegen. Das heißt, theoretischerweise könnte Teddy dann darüber. Oder ich vielleicht auch. Ich bin mir nicht sicher. Komm mal her. Soll es nicht da oben in den Büschen stecken? Oh, Teddy, das war aber nix hier. Hallo, Teddy. Komm mal her. Teddy. Kriegst du das nicht hin, einfach mal die Arme nach geradeaus auszustrecken, damit du da hoch kannst? Oder können wir hier... Ach, du kannst hier doch eigentlich hin, oder? Lauf mal da durch. So, und jetzt springen. Muss ich ihm das sagen? Ach, das muss ich ihm sagen, okay. Ach so, ich dachte, der geht da automatisch... Na gut, okay. Ich hoffe, wir können den dann so weit drehen, dass der da auch dran kommt.
Ja, können wir. Sehr schön. So, Teddy, helfen wir mal ein bisschen. Ja, perfekt. Dankeschön. Ich meine, das ist schon klasse, dass man das so alleine spielen kann. Aber es wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn man das zu zweit hätte spielen können. Einer spielt Teddy und einer spielt ihn. Das wäre cool gewesen. Teddy, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Eddie, lass die Finger davon. Ich glaube, wir haben irgendwas aufgeweckt. Ich erkenne diese Silhouettensicht wieder. Ich hasse es. Oh. Oh. Die schießen auch noch. Teddy, nein. Teddy. Steh auf, du fauler Sack. Lauf ihm hinterher. Teddy, ich werde dich retten. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen Spinnen kämpfen soll, aber ich werde dich retten. Das sah eklig aus. Kann ich mir hier was mitnehmen? Nein, kann ich nicht, weil ich werde dann durch die Luft geschleudert. Steh auf, du faule Sau. Aber das geht gar nicht auf Zeit. Ich muss gar nicht hinterherlaufen, glaube ich. Teddy ist weg. Und was ist das für ein ekliges Zeug? Keine Ahnung. Teddy, wo bist du? Ah. Teddy, ich rette dich, aber nur da, wo keine Spinnen sind. Hallo? Ah, jetzt. Was ist denn hier mit dieser... Halte RT gedrückt zum Interagieren und dann... Ah. Und was bringt mir das? Die werden vertrieben. Ah, okay. Holla, die Waldfee. Was ist denn da oben alles drin? Teddy! Teddy! Teddy, nein! Ich kann dich nicht runterholen. Wieso kann ich dich nicht runterholen? Der sieht nur immer so geschockt aus. Ah, hier darf ich eins mitnehmen, okay. Teddy, ich flambier dich mal, ja? Und jetzt? Ich krieg den Teddy nicht angezündet. Es tut mir leid. Kann ich damit springen? Nee, springen kann ich... Ah, weg da, ihr räudigen Viecher. Oh, die kommen trotzdem auf mich zu. Ah, so kann ich... Ah. Weg da, weg da. Mistviecher. Geh weg. Ich flambier dich. Muss ich aber gar nicht für in die Hocke gehen, oder? Aber so kann ich den trotzdem nicht runterholen. Doch, jetzt endlich. Teddy, komm mit mir. Ich hab dich befreit. Aber wo können wir jetzt hin? Weg da, du räudiges Vieh. Aber wir müssen nach oben, glaube ich, ne? Problem ist, ich kann halt mit der Fackel nicht springen. Komme ich da so hoch, ohne zu springen? Hallo? Ich muss doch irgendwie hier hochkommen können. Kann ich dem nicht die Fackel geben oder so? Kann ich auch nicht. Oder kann ich mir das einfach frei machen? Das kann natürlich auch sein. Moment. Teddy, das probieren wir mal aus, ob wir hier durchkommen. Ah, okay. Oh, oh.
Komm, Teddy, lauf. Wie soll man denn jetzt hier was Neues kriegen, wenn ich hiervon nichts nehmen darf? Wenn ich versuche, was zu nehmen, sterbe ich ja wieder. Das ist wegen dem Wind da hinten gewesen, dass das ausgegangen ist, glaube ich, oder? Ich höre aber auch Spinnen. Ich will nur mal eine mitnehmen hier. Warum hat die denn fallen gelassen? Wenn das ausgeht, okay, das kann ich noch verstehen. Ach so, wahrscheinlich, weil ich da hochgesprungen bin dann, ne? Weg mit euch! Weg mit euch! Oh, Teddy, komm! Kommen. Na, das kann ich aber nicht mitnehmen. Hier kann ich auch nichts mitnehmen. Puh, ich kann auch kein Stückchen oder sowas mitnehmen hier. Na, der beschießt mich hier auch direkt schon. Teddy, mach du das mal. Lauf du mal vor. Lass dich fressen und dann komme ich hinterher. Das ist doch blöd. Wieso kann man denn hier nicht... Ich muss das ja auch da oben irgendwie wegkriegen können. Das heißt aber gleichzeitig, dass ich das unten theoretischerweise irgendwie abschalten müsste. Aber wie soll ich das da abschalten? Das geht ja auch nicht. Das ist jetzt mal eine gute Frage. Kann ich auch nichts machen? Und hier kann ich ja nichts machen, dass ich da mit dem Ding nach oben komme. Und der wird den so oder so wird er den kaputt machen. Hier ist nichts, was wir mit Teddy machen können. Ich kann laufen, aber na, da geht das halt auch kaputt mit. Da kann man auch nichts nehmen. Ich dachte, vielleicht kann man die jetzt hier irgendwie mit Steinen oder sowas abschießen, aber... Oh. Oder hätte ich... Moment, oder hätte ich nach links gemusst? Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, ob man da eventuell durchkommt. Das würde erklären, wo... Ach so, falsche Taste. Das würde erklären, warum wir hinten rechts dann auch nochmal so ein Ding haben. Aber ich denke mal eher nicht, ne? Ich sehe nichts mehr. Nee. Also wenn ich nach links gehe, ist es das Gleiche. Hm. Und wie soll ich das jetzt rüberkriegen? Teddy kann hier hinten noch nichts machen. Ehrlich gesagt bin ich da jetzt schon ein bisschen überfragt, weil wir haben jetzt hier auch nichts, was wir aufheben können. Der Wind macht das immer wieder kaputt. Selbst wenn wir das jetzt wieder aufheben, würden wir es wieder fallen lassen. Ich hatte gedacht, man könnte vielleicht hier drüber jetzt nochmal zurück oder so, aber das geht offenbar ja auch nicht. Ich bin ja gerade echt ein bisschen überfragt. Da kann ich auch nichts machen. Hm.
gibt auch keinen anderen Weg, wo wir eventuell rüber könnten. Hier würde ich ja super gerne hochgehen, aber das geht ja auch nicht. Teddy können wir wahrscheinlich auch nicht nehmen, ne? Moment, das machen wir mal. Ach, jetzt können wir das gar nicht mehr fallen lassen. Okay. Ja, das ist nur, dass Teddy mitkommt, nicht, dass er was nimmt, ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Oder müssen wir hier vielleicht ganz, ganz vorsichtig sein? Nee, das ist genau das Gleiche. Ist ja logisch auch. Ja, ich würde sagen, damit ihr jetzt nicht eine halbe Stunde nur seht, wie ich hier rumlaufe, dass ich mal schaue, ob ich vielleicht noch irgendetwas finden kann, die Kamera nebenbei mitlaufen lasse und ja. Ich habe keine Lust, dass ich jetzt sonst hier feststacke, deswegen. Und wenn ich hier das Feuer versuche zu nehmen, dann bin ich ja auch tot. Also da kann ich die Taste so oft drücken, wie ich will, das funktioniert ja nicht. Ja, also das funktioniert so nicht. Achso, ich muss mich ja noch bewegen. Es ist seltsam, dass sie da hinten jetzt auch noch irgendwie was anderes wegziehen. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass man hier irgendwas machen könnte. Dass man hier den Gang hier nutzen könnte oder... Moment. Hä? Bringt mir das irgendwas? Nö, ne? Doch, es bringt mir doch was. Da sind die Spinnen platt. Cool. Dann laufen. Oh. Was ist das? Oh, es ist Mama Spinne, so wie es aussieht. Oder Papa Spinne, man weiß es nicht. Hier ist irgendwas Blaues. Kann ich da was machen? Nee. Oh, ich glaube, ich muss laufen. Ich glaube, ich muss laufen. Lauf, Teddy, lauf, Teddy, lauf, Teddy, lauf. Lauf, Teddy, lauf. Geh weg, geh weg. Blöde Spinne. Oh mein Gott. Oh, Teddy, bleib bloß bei mir. Ich weiß nicht, wann die wieder kommt. Weg mit euch. Weg mit dir. Oh. Weg mit dir. Böse Spinne. Böse. Hallo? Was war das? Muss ich damit weglaufen oder was? Was war das gerade? Okay, Teddy, ich glaube, das geht auf Zeit. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Geh weg da, blödes Mistvieh. Oh, Teddy, lauf, 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 lauf. Aber hier war schon richtig. Da konnten wir so ein bisschen. Lauf, Teddy, lauf, Teddy, lauf, Teddy, lauf, 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 lauf. Weg mit dir, blödes Mistvieh. Nein, nein, geh weg. Weg mit dir! Weg! Geh! Ab ins Loch! Los! Laufen wir hier richtig? Ich bin mir nicht sicher. Komm, Teddy, wir gehen mal in die andere Richtung. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier tue. Hau ab, du räudiges Vieh! Geh weg! Los! Psch. Ab in die Ecke! Mutter hat gesprochen! Ach, hier unten. Konnten wir hier unten rum? Hä, wo muss ich da hin? Leute, warum tut ihr mir das an? Ich hasse Spinnen. Und dann kommt so ein Scheiß hier. Da weiß ich noch nicht mal, wo ich rum muss. Teddy, bleib bei mir. Böse Spinne, hau ab. Los, zisch ab. Komm, Teddy, komm.
Hau ab, du räudiges Mistvieh. Da kann man nichts machen, so wie es aussieht. Hau ab, du. Na, zisch. Zisch, ab in die Ecke. Los. Ksch, weg da. Ah, das ist ein Feuer. Ich glaube, wir müssen zu dem Feuer hin. Ah, wir müssen das Feuer anmachen. Aber ich kam nicht darum, weil, ne, die hat mich ja direkt eingesponnen. Wir versuchen es nochmal. Komm, Teddy. Wir müssen das Feuer anzünden, nehme ich an. Geh weg, du blödes Mistvieh. Das hat die mich auch noch langsamer gemacht hier. Weg da. Genau. Hab Angst vor mir. So ist richtig. Weg da, du räudiges Stück. Wieso kann ich die auf der einen Seite weghalten und auf der anderen Seite nicht, wenn ich immer die gleiche Taste drücke? Ich verstehe es irgendwie nicht. Jetzt lauf, Teddy. Jetzt schaffen wir es in diesem Durchgang. Los, los, los. Das hat alles schon so schlecht angefangen, als wir hier... Weg da, weg da, weg da. Weg da mit dir. So. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Ach so, nee. Die springt hier über das Lagerfeuer rüber. Können wir das hiermit nicht anzünden? Nee, offenbar nicht. Hm. Ich verstehe es nicht. Also, wenn ich jetzt ruhig bin, dann tut es mir leid, Leute. Aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich habe nämlich keine Ahnung, warum es manchmal funktioniert und manchmal dann wieder nicht. Und da brauche ich nur einmal kurz da drauf zu tippen. Das funktioniert. Und dann funktioniert es wieder nicht. Und jetzt funktioniert es wieder. Und hier gleich wieder nicht mehr. Weg, du räudiges Vieh. Ring. Ah! Oh mein Gott. Oh Gott, wir haben jetzt hier gar... Oh, 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 oh. Ich dachte schon, dass das keine gute Idee ist, so da reinzulaufen. Okay, wir starten nochmal von vorne. Eieieiei. Dann probieren wir mal, drumherum zu laufen. Okay. Und anscheinend immer mal ausweichen oder so. Oh, Leute, ganz ehrlich. Wie soll ich denn da vorbeikommen, wenn jedes Ei hier aufplatzt? Ich habe ja jetzt auch nichts, was ich am Anfang mitnehmen kann oder sowas. Ja, die kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Ne. Haut einfach ab. Teddy, geh weg da. Ich bin genervt. Von diesem blöden Kapitel hier. Es platzt doch jetzt bestimmt auch, oder muss ich da durchrennen? Kann ich nicht durchrennen. Ja, ich kann nicht rennen. Das ist. Und hier werde ich direkt festgehalten. Hallo. Hä? Was war das jetzt gerade? Jetzt kann ich endlich rennen. Oh oh. Warum kann ich hier nicht rennen?
Ja, ey, das ist so lächerlich. Ich kann doch stehen, wieso kann ich nicht laufen, Mann? Alter, ernsthaft. Ja, natürlich kannst du wieder nicht. Was ist jetzt? Wieso komme ich nicht runter? Hallo? Oh, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ja, natürlich. Manchmal kriegen die mich, manchmal nicht. Ich verstehe nicht, woran es liegt, ganz ehrlich. Also es tut mir leid, aber das hier ist wirklich mein absolutes Hasskapitel zurzeit. Und das liegt definitiv an den Spinnen. Ja. Warum solltet ihr mich nicht kaputt machen, ne? Ich meine... Muss es doch irgendeinen Trick geben. Manchmal kann ich mich drehen und dann sind die kaputt. Und manchmal kann ich mich nicht. Also kann ich mich drehen, dann sind die nicht kaputt. Das, irgendwie ist das seltsam. Also so völlig ohne Logik. Wenn das wenigstens nach einer gewissen Logik gehen würde. Aber das zeigt doch mal wieder, dass es tatsächlich Glückssache ist. Also, achso, ich wollte schon hinten hin. Alter, kann ich dieses Kapitel hier endlich mal zu Ende haben, bitte? Boah, ernsthaft? Kann man hier links irgendwas machen? Ich will hier einen Raben. Oh ja, danke. Oder eine Krähe, besser gesagt. So, die echte Mama ist da. Also haut ab. Zisch ab. Los. Zisch ab. Los. Weg mit euch. Weg. Abhauen. Aus dem Weg. Hallo, Frau Krähe. Weisen Sie mir bitte den Weg. Ich will hier endlich raus. Endlich raus aus dieser ganzen Spinnensache. Mann. Ich kann auch wieder nicht laufen. Das finde ich nicht gut. Oder? Doch, ich kann doch laufen. Was war das? Jetzt habt ihr mich dran gekriegt, Leute. Jetzt habt ihr mich dran gekriegt. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ja, genau. Hat mich nicht mal getroffen, aber Hauptsache, das Ding kommt runter. Also Hauptsache, ich bin tot. Ja, toll. Ich verstehe es nicht. Wie soll man denn da drumherum kommen? Wenn ich versuche, vorsichtig auszulösen, funktioniert das nicht. Wenn ich versuche, durchzulaufen, funktioniert es nicht, weil der haut mich, obwohl er mich gar nicht trifft. Oder kann ich hier unten irgendwas machen? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab, zisch ab, du blödes Mistvieh. Ich hasse diese blöden Viecher, die dann einfach doof da rumstehen. Also ich nehme mal an, ich muss auf jeden Fall hier durch. Ich nehme mal an, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass die Dinger hier so aufblinken. Ich weiß nicht, ob das ausgelöst wird, wenn ich da dran komme. Kann aber eigentlich nicht sein, weil sonst würde das ja ausgelöst werden, wenn ich so rangehe. Und das wird so nicht ausgelöst. Was ist denn, wenn ich ducke? Trotzdem. Naja, ist trotzdem zu tief.
Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ich meine, das Einzige, was wir haben, ist diese Falle. Und wir können halt hier unten nicht rum, weil da ja die Spinne noch ist. Die geht da nicht weg. Die bleibt da irgendwie doof in der Ecke stehen. Und die... Warte mal, die bleibt doof in der Ecke stehen? Oder muss... Moment, Moment, Moment. Wenn ich dich jetzt hier so... Wo gehst du denn dann hin? Jetzt geht die... Hallo, wo ist sie denn jetzt? Da. Los. Kann ich dich irgendwie da in die Ecke kriegen? Ja, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ich bin Gott. Kann ich da runter? Ja, das reicht. Aber da ist doch... Moment, da ist doch noch eine Falle. Das sehe ich doch. Da war ja auch noch eine Spinne. Moment, wo ist die? Nee, die ist aber jetzt runtergegangen. Oh, jetzt komme ich da gar nicht mehr rüber, oder was? Oh. Ach so, das macht da nur die Fackel. Ah, okay. Aber ich sterbe nicht daran, ne? Wobei das nicht besser ist. Muss ich das... Oh Gott, er ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich hier irgendwas... Ich kann das hoch machen. Das ist ganz toll. Und jetzt ist er kaputt. Das bringt mir viel. Moment, da hinten ist aber eine Fackel. Oh, ich komme da noch nicht mal rüber. Jetzt, komm, lauf, 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 lauf. Nimm das Teil. So, weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir, du räudiges, großes Viech, du. So. Mal schauen, was ist denn hier unten? Ist da links irgendwas? Ah, ne, da kam ich ja her, genau. Da kommt doch jetzt irgendwas, oder? Das ist so. Ah, ja. Ja. Abgesehen davon, dass ich gerade gesehen habe, dass da oben noch eine Blume ist. Die könnten wir nochmal eben. Oder können wir, glaube ich, nicht. Kann Teddy das machen? Ja, Teddy kann das machen. Weil ich habe ja die Fackel in der Hand. Das geht ja nicht. So, das heißt, theoretisch müsste ich die. Hier ist Licht, da oben ist Licht. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt was bringt. Kann ich die nach rechts kriegen? Los, zackig. Großes Mistvieh. Ah, die läuft jetzt da oben hin, oder was? Da war doch noch eine, oder nicht? Ist die jetzt weg? Weg da, Bus. Aber ich konnte doch eben noch durch die Mitte laufen. Warum ist das denn jetzt hier? So, zackig. Falsche Richtung. Mann. Oh, die geht da nicht hin. Raus mit dir. Raus. Nein, so nicht, mein Freund. So nicht. Teddy, du musst das nochmal machen hier. So, jetzt geht die da wahrscheinlich nämlich nicht durch, ne? So. Weiter, weiter, weiter. So, komm. Nein, 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 so nicht mit mir, Fräulein. Nicht mit mir. Hau ab, du räudiges Stück. Ja, ich darf nicht zu weit. Das ist das Problem. Die sitzt da eigentlich ganz gut, aber... Wieso kann ich das jetzt nicht auswählen? Hallo? Da, jetzt. Teddy, mach hin. So, jetzt geh da runter. Aber los. Boah, ist ja schlimm hier heute. Los. Genau in die Ecke. Ich sehe da hinten nämlich Fäden. Geh weiter, geh weiter. Ah, wusste ich doch, dass da eine Falle ist.
Wusste ich's doch. Ich hoffe, das war jetzt die letzte. Oh mein Gott. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Teddy, lauf. Teddy, lauf. Nein, die will Teddy wieder haben. Geh, lauf. Lauf, Teddy, lauf. Das Spielchen kennen wir von ihr. Komm. Komm. Oh ja. Nein, doch. Ich hoffe inständig, dass wir erstmal sicher sind hier. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.